Wer gerne schwanger werden möchte, beschäftigt sich zwangsläufig mit dem eigenen Zyklus. Während viele Frauen wissen, dass die Beobachtung des Cervixschleims und das regelmäßige Messen der Basaltemperatur Auskunft über die Zyklusphasen geben können, wissen die wenigsten, dass sich auch der Muttermund in den Zyklusphasen verändert. Nach der Periode mit Eintritt in die fruchtbare Phase, das ist Tag 8 bis 12 im Zyklus, wird der Muttermund immer weicher, kürzer und öffnet sich. Am Tag des Eisprungs ist er besonders weit geöffnet, besonders kurz und extrem weich. Unmittelbar nach dem Eisprung schließt sich der Muttermund wieder komplett, wird länger und fester. Während der Periode öffnet er sich leicht, damit das Blut aus der Gebärmutter abfließen kann. Dabei bleibt er aber fest, hart und lang. Da der Muttermund am oberen Ende der Scheide sitzt, ist es nicht leicht, ihn zu ertasten. Am einfachsten lässt er sich während der Menstruation erfühlen, denn dann reicht er am weitesten in die Scheide.